Die vergangenen 12 Monate von Juli 23 bis Juli 24 sind die wasserreichsten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach Jahren von großer Trockenheit haben wir nun also viel, viel Wasser. Wir machen bei Hochwasser so schnell, wie wir nur irgendwie können. Das heißt, wir schaffen Räume, wo das Wasser hin kann, sogenannte Retentionsflächen. Wir verlegen Deiche nach hinten, damit das Wasser erst gar nicht in die Städte und Kommunen hineinschießt. Trotzdem steigt die Gefahr von Hochwasser und es steigt auch ein Wetterphänomen, das in den letzten 20 Jahren auch viel häufiger wird, die Gefahr von Starkregen. Das heißt, etwas, was Sie tun können, liebe Thüringerinnen und Thüringer, ist, eine Elementarschadensversicherung abzuschließen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie verpflichtend wird für alle, denn es gibt heute leider keinen Ort mehr, wo man von solchen Extremwetterereignissen grundsätzlich geschützt ist. Es kann jeden treffen und jede. Also versichern Sie sich gut. Wir tun das Unsrige, um schlimme Ereignisse zu verhüten, und Sie können das tun, um sich selbst davor zu schützen.